Hallo, heute lernen wir Regenbogen weiter. Ich hoffe, bis jetzt hat alles bei dir gut geklappt. Das war nicht so schwer. Wir haben schon die ersten vier Takte gelernt. Zwischendurch hatte ich noch eine Frage bekommen. Und zwar, wir haben doch letztes Mal gesagt, dass es C-Dur-Ton hat. Ja? Und in C-Dur gibt es keine Kreuze und keine Bs. Warum haben wir hier denn im zweiten Takt ein Fis? Gute Frage, ja? Das ist deswegen so, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir hier eine Modulation, das heißt, wir modulieren in eine andere Tonart. Und diese Modulation passiert mit Hilfe von manchen Akkorden, die uns vorbereiten für diese neue Tonart. Zum Beispiel Dominante oder Subdominante plus Dominante. Jedenfalls, sie vorbereiten uns. Und dann modulieren wir in eine andere Tonart. Aber hier haben wir keine Vorbereitung. Das ist keine Modulation. Hier haben wir direkt im zweiten Takt schon Fis. In diesem Fall haben wir hier wiederholende Motive. Das heißt Sequenz. Sequenz, das ist, wenn man gleiche Motive hat, nur von verschiedenen Tönen. Also wie hier, erstmal von C. Und dann das gleiche nur von E und dann von F und von G. Also es sind gleiche Motive, ja? Und diese Motive müssen sich also so unbeschwert anhören, weil das Stück heißt Regenbogen. Das ist ein leichtes Stück. Ja, also wir haben hier nichts Tragisches. Es muss so positiv und offen sein. Wenn wir jetzt Fis nicht hätten, dann hätten wir sowas. Das heißt phrygische Tonart. Also zweite Stufe erniedrigt. Normalerweise, das ist Moll. Und so hätten wir, also zweite Stufe wäre erniedrigt. Und das passt einfach nicht so gut zu diesem Stück. Deswegen haben wir hier also Moll. Moll kann man noch vertragen. Also am Anfang Dur. Da sind die drei Töne nacheinander, C, D, E, ja. Und von E, Fis, G, das ist Moll. Wenn das Dur wäre, dann hätten wir ein Gis. Ja, also große Sekunde und nochmal große Sekunde. Aber Moll klingt auch gut hier. Und von F. Das ist Dur, ja? Große Sekunde, große Sekunde. Und von G? Auch Dur. Also deswegen haben wir hier ein Fis, damit er sich nicht phrygisch anhört. Wenn das irgendein dramatisches Stück wäre, dann würde das ganz gut passen, phrygisch, aber nicht hier. Also wir haben Sequenz. Wiederholende Motive und sie müssen sich leicht und frisch anhören. Deswegen Fis und nicht F. Ja, und heute lernen wir weiter. Wir schauen jetzt, was wir nach der Wiederholungszeichen spielen. Also diese zwei Linien mit zwei Punkten bedeutet Reprise, also Wiederholungszeichen. Wir haben aber schon zweimal wiederholt, jetzt gehen wir weiter. Und es ist schon wieder die gleichen Abstände von A. Das ist A-Moll. Und dann gehen wir nach unten auf E. Wie im zweiten Takt, ja? Und dann von F. Und von C. Jetzt müssen wir das Gleiche nochmal wiederholen von A. A. E. F. Und jetzt überspringen wir den ersten Kasten und gehen weiter auf zweiten von G. Okay, also wir spielen von A erstmal vier Takte und ersten Kasten dazu
Und beim Wiederholung von A spielen wir bis zum ersten Kasten, dann überspringen und gleich den zweiten weiterspielen. So schreibt man, wenn man Platz sparen möchte. Sonst hätten wir ganz langes Stück und mussten wir wahrscheinlich viel blättern und so hat man alles kompakt. Okay, ich empfehle dir, dieses Stück besser nach Noten zu spielen, weil dann lernst du die Noten von der linken Hand schnell zu erkennen. Sie wiederholen sich ständig, ja, durch diese ganzen Wiederholungen. Nach und nach lernt man sie auch schneller zu erkennen. Wenn du dieses Buch noch nicht hast, kannst du vielleicht in Videobeschreibung schauen, ISBN-Nummer, und dir auch noch bestellen. Da gibt es auch viele andere schöne Lieder, die ich als Unterricht schon gezeigt habe. Ich freue mich auf unseren nächsten Unterricht und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue mich auf deine Patreon-Anmeldung. Ich schalte nicht gerne Werbung in meinen Videos, deswegen, das ist jetzt einfach freiwillig, wenn du mich unterstützen möchtest. Dann kann ich auch weiterhin meine Zeit so einplanen und weitere schöne Unterrichte zeigen. Ich wünsche ganz viel Spaß und bis bald!